Und damit hallo und herzlich willkommen zu Grow Song of the Evertree. 90% Stadtzufriedenheit. Ah, und wir können direkt etwas einfordern. So, dann schauen wir mal, dass wir hier nicht überall gegenlaufen, sondern dass wir... Achso, das war ganz blöd, weil das ist ja gar nicht die Stadt hier. Dass wir unsere Stadt auf 100% kriegen, wie ich hoffe. Hier können wir keinen... Doch, eine Truhe haben wir noch. Die machen wir auch mal eben. Ja. Hallo. Ja, das ist ganz toll. Wenn du mal die Klappe halten würdest, könnte ich ja auch die Truhe mal nehmen. Danke. So. Ach so, doch. Eins wollte ich jetzt allerdings noch wissen. Dazu müssten wir wieder zum Alchemiehaus. Ob wir eventuell das Stinkend heute nochmal kaufen können. Weil ich ja jetzt tatsächlich gar nichts mehr davon habe. Ich hoffe wirklich inständig, dass das wieder drin ist. Sonst habe ich ein Problem. Wobei ich befürchte, dass es nicht direkt am nächsten Tag wieder drin ist. Nee, natürlich nicht. Moment, was ist das? Matschig? Da habe ich gar nichts mehr. Okay. Da habe ich... Oh. Ja, super. Dann können wir hier auch direkt wieder was einfordern. Wo haben wir denn... Da. Shoppen bis zum Unfallen, genau. Kriegen wir Miora für. Okay. Was ist das hier so laut? Und irgendeine Blaupause. Da war es auch gerade. Moment. Ach, durch das, was wir gerade bekommen haben. Da können wir einen Teich, ich nehme mal an, als Dekoration machen. Das ist ja cool. Platziere... Ah, Moment. Platziere 6 Baumplätze. Platziere einen großen Baumplatz. Dann kriegen wir den Schneider. 2 Tiere müssten wir noch adoptieren. Ja, irgendwie klappt das bei mir nicht mehr so ganz. Strauchplätze und Blumenbeete. Dann haben wir den Friseur. Da sollten wir uns definitiv auch mal drum kümmern. Was ist denn das hier? Ach, das ist das Portal, was so laut ist, oder wie? So, hier mal eben schauen. Das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das ist nicht das, was ich gerade anvisiert habe. Jetzt. Das haben wir aber auch. Ja, hier hinten, das waren nur die anderen Sachen. Okay. Ja, leider keine stinkende Essenz. Finde ich nicht gut. So. Hallo? Ich wollte gerade sagen, alles so schwarz geworden hier. Wir können auch mal eben gucken, aber ich denke mal nicht. Doch, das... Ah, perfekt. Da können wir auch noch eine Truhe nehmen, aber da war leider kein Stinken drin. Dementsprechend, ja, bringt mir das jetzt nicht so viel. Also es bringt mir schon was, aber es bringt mir nicht das, was ich bräuchte, sagen wir es mal so. So, haben wir das jetzt alles? Aha. Ah, da ist auch ein Puppy, okay. So, um meine Welten kümmere ich mich natürlich später offline. Aber wir schauen nochmal eben schnell. Och, da ist schon wieder was Neues. Ach, da können wir, glaube ich, auch noch was einfordern. Ne? Deswegen klingelt das hier gerade so. Hi! Sieh nicht hin. Aber ich bin mir sicher, dass ich verfolgt werde. Nicht hinsehen, habe ich gesagt. Bring mir ein Bad, damit ich unentdeckt verschwinden kann. Ich habe gesagt, nicht hinsehen. Du machst es? Gut. Du weißt, wo du mich findest. Moment, hallo, ich habe noch ein Bart. Hä? Ich habe mittlerweile, glaube ich, sogar mehrere Bärte, soweit ich weiß. Muss das jetzt ein spezieller Bart sein? Eieiei. Okay, jetzt habe ich gedacht, ich könnte Ihnen sofort helfen, aber nein, darf ich wieder nicht. So, beanspruchen, genau. 2 Sachen fehlen noch, wenn ich es richtig sehe. Die Stadt ist harmonischer denn je, Liebling. Gehe zum Stadtplatz, wenn du bereit bist, das Lied zu singen.
Haben wir... Ach, wir haben schon 100%. Oh. Da können wir noch was einfordern. Das machen wir vorher mal kurz. Zack. Ah, sehr schön. Okay, das heißt... Finde ein Zuhause. Ah, nee, das heißt das nicht. Sing vor, das werden wir jetzt machen. Verschenke Geschenke. Nett haben sie es hier. Ich muss aber doch eigentlich noch zwei machen. Okay. Deine harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Du hast die Harmonie in diesem Distrikt wiederhergestellt. Sehr, sehr geil. Ich liebe es, wenn neue Gebiete freigeschaltet werden. Okay, da gibt es wieder einiges zu tun. Aber wir haben ja mittlerweile sehr gut, einen sehr guten täglichen Miora-Stock, ne? Gestern haben wir auch nicht wirklich viel ausgegeben, glaube ich. Ich meine, wir hatten noch 1000 übrig oder so. Ach du liebe Güte, Inselschauplatz wurde freigeschaltet. War das schon immer dort? Das weiß ich nicht. Wobei wir hier nochmal eben gucken sollten, weil dann kann man hier nämlich auch noch was beanspruchen. Also theoretisch könnte ich hier nochmal 5 Stadtbewohner aufnehmen. Damit das hier quasi perfekt ist. Aber hier läuft jetzt gerade so spontan... Nö, spontan niemand rum, den ich jetzt hier einladen könnte. Die Frage ist jetzt... Also das ist immer noch zu. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich schau mal eben auf der Karte. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt direkt schon hinreisen können. Ich glaube, wenn das neu war, musste man hingehen, oder? Ah nee, wir konnten direkt hinreisen. Ist aber schon nochmal... ja, muss ich so machen. Nochmal ein schon großes Gebiet. Also wenn ich jetzt bedenke, dass wir jetzt noch 2 Fragmente haben, müsste das ja dann quasi der ganze Rest sein, der dann letztendlich... noch freigeschaltet wird. Ich bin wirklich gespannt. Also, so. Du bist Vielfalt, Verschönerung, Rückgewinnung, Dekorateur. Ja, das sind halt die üblichen Sachen, die wir... Moment, Handwerker? Vermittle 3 Jobs der Stufe 6 oder höher. Was? Was für Stufen? Okay, erstmal das Wichtigste natürlich. Ja, bitte. Ist natürlich jetzt wieder schade, weil wir heute mal wieder nichts machen können hier. Aber so, ich weiß, das finde ich immer blöd, dass man nicht sieht, wie viel man eigentlich hat. Entferne die verlassenen Luftschiff irgendwas, Überreste oder was auch immer. Ja, mach das schon mal. Was haben wir denn hier noch? Da ist eine Höhle. Da könnte ich theoretisch rüberspringen. Die Frage ist jetzt nur, bringt mir das was? Oder komme ich dann nicht mehr zurück? Aber zurück werde ich wahrscheinlich schon kommen. Schauen wir mal, da unten ist auch noch was zum Freiräumen. Da. Entferne die Dürre. Ja, natürlich. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Irgendwas mit 400 noch was, glaube ich, war. Okay, gut. Ich meine, bald, ja, haben wir dann auch keine Miora mehr, wenn wir jetzt hier alles nur noch entfernen. Das sieht aber sehr schön aus hier. Okay, da hinten gibt es nochmal, hier gibt es überall irgendwie. Achso, hier kann man auch noch was entfernen. 312, ja, solange ich noch die Miora dafür habe, macht es bitte. Ich würde zwar gerne erst noch ein Gästehaus bauen, aber ich glaube, dazu brauche ich ja keine Miora. Okay, da hinten, nee, da hinten, das ist das, was ich freischalten lasse. Da müssen wir uns erstmal hier ein bisschen umsehen, ne? Wobei, ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich nicht von dem, doch, meine ich doch, da oben
Doch, doch. Von dem einen Gebiet bin ich schon mal hier runtergekommen. Das heißt, diese Ecke hier... Oh, da oben ist ein Immerlingkind, oder? Wie komme ich denn da hin? Und hier drauf springen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mein Kindchen, was machst du denn da oben? Und wie soll ich zu dir hin? Ah, das ist doof. Oder war das jetzt nur eine optische Täuschung? Ich meine, da oben habe ich gerade ein Immerlingkind gesehen. So, Moment. Hier ist auch noch ein Rätsel. Oha, oha. Stimmt, in dem Bereich kamen wir nicht hin, weil die Ranken da drüber gehangen haben, glaube ich. Hier ist aber auch noch irgendwo definitiv eins. Nee, oder? Es ist was anderes. Was machen wir denn mit dir? Da muss ich die reintun? Ja, was mache ich denn mit dir? Ich schmeiß dich erstmal weg. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich dich brauche. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir... Obwohl, das kann ich ja von der Seite eigentlich machen. Das ist zumindest... Nein, nein, nein. Doch, hat er richtig rumgemacht. Zumindest das Hin- und Herschieben hier ist einfach. Ob das Rätsel an sich einfach ist, das weiß ich natürlich nicht. Da sollte ich theoretisch auch hinterkommen. Wenn ich das von der Seite aus machen will. So. Nein! Nein, ist das jetzt euer Ernst? Boah, es ist wirklich nicht euer Ernst jetzt, oder? Setz das nochmal zurück, wenn ich das mache. Ja, okay. Das ist ja mal mega bescheuert gemacht. Das ist ein Baum, wo nur die Blätter im Endeffekt im Weg hängen. Und ich darf nicht durch die Blätter durchgehen. Das muss ich jetzt tatsächlich nicht verstehen. So. Dann machen wir das nochmal. Zack. Okay, da haben wir jetzt wieder eine Truhe. So. Mit schönen Sachen drin. Aber das sagt mir immer noch nicht, was ich dann hier mitmachen soll. Ich sehe jetzt hier auf Anhieb auch nichts. Ja. Wo ich das für benutzen könnte. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch wieder sowas ist, wie wir schon hatten. Was ist denn mit dir? Dich hatte ich schon anscheinend. Okay, dann tue ich dich wieder weg. Hier ist irgendwie was. Es ist aber alles von den Ranken noch eingehüllt. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht sicher. Okay, das Leuchten, das hat nichts damit zu tun, dass wir durch können. Was ist mit dir? Dich kenne ich auch schon. Dann lasse ich dich auch hier. Kann ich da oben? Moment, kann ich da oben was draufstellen? Boah, hakt doch nicht so. Ich bin mir nicht sicher. Andererseits, geht dann hier was weg oder was auf oder so? Aber nee, das kann eigentlich nicht sein, weil hier habe ich das auch. Und da kann ich nichts draufstellen. Hier gehe ich jetzt wieder komplett zurück. Mal schauen. Die kenne ich aber alle hier. Die brauche ich nicht einfangen. Tja, Fragen über Fragen. Also das mit der Kiste haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Aber wofür brauchen wir jetzt das Ding? Also es ist definitiv keine Sicherung. Das heißt, da hilft es uns auch nicht weiter. Hier, glaube ich, war ich schon. Ah, das wäre dann theoretisch auch nochmal eine Höhle hier, ne? Auch hier kann man schon wieder nicht weiterlaufen. Oder ist das... Nee, kann auch sein, dass das nur die Ranke jetzt hier ist.
dass es keine Höhle ist. Aber eine Höhle müssten wir ja auf jeden Fall noch finden. Die Frage ist jetzt nur... Die Frage ist, ob wir sie gerade gefunden haben. Das sieht sehr nach einer neuen Höhle aus. Kammer der Warnung. Ja, perfekt. Aber wir schauen noch mal ein bisschen, weil wir wissen ja, wenn wir da reinlaufen, dann dauert das meistens sehr lange. Ah. Halt. Ja, geh einfach dahin, Mann. Oh Gott. Gut, wir sind hier ein bisschen abseits, da ist es nicht so schlimm. Da können wir auch mal ein bisschen die Bäume fällen hier. Da kommen wir wahrscheinlich nie wieder hin, weil das... Ja gut, wenn wir in die Kammer gehen, natürlich schon. Aber ansonsten gehen wir hier vermutlich nie wieder hin. Hier kann man nicht, ne? Nee. So, haben wir hier oben noch irgendetwas? Irgendeine Chest oder so? Nein, haben wir nicht. Den können wir auch kurz wegmachen. So. Was auch immer jetzt diese komischen Dinger gerade waren. Okay. Also über die Brücken und rechts rum ist es auf jeden Fall. Dann schauen wir jetzt hier nochmal. Ich glaube, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo wir schon mal drin waren, oder? Guck mal hier unten. Das müsste ja jetzt... Ja, ja, das ist meines Wissens nach die Brücke. Genau, da hinten habe ich nämlich gebaut. Und da unten... Da unten ist was, was wir noch gar nicht kennen, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Draußen bleiben. Hier ist nichts drin. Aha. Dann schauen wir doch mal rein. Okay. Was steht denn hier? Gefahr. Wahrscheinlich. Dreh jetzt um. Hier gibt es nichts Interessantes. Aber wenn es etwas geben würde, wäre es gefährlich. Das heißt? Das können wir kaputt machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir das kaputt machen. Nee. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich hab falsch rum gemacht, okay. Ja, komm. Jetzt bricht hier aber nicht irgendwie die Höhle ein, oder? Hoffe ich zumindest nicht. Okay, dann können wir hier hinten den Weg eventuell ein bisschen erweitern. Das sieht zumindest so aus. Ja, okay, perfekt. Dann ist das quasi so ein Hinweis darauf, dass man den Weg hier freiräumen kann. Wirklich, hier gibt es nichts. Dreh jetzt besser um. Wäre, glaube ich, besser. Nö, wir gehen weiter. Da links ist irgendwas am Leuchten. Ach, da ist auch was am Leuchten. Das sind Kerzen, oder? Doch, komm. Mach es doch mal weg. Wie oft muss man hier draufklicken? So. Okay. Na los. Hallo. Ach, ich liebe sowas. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in Flammen aufgehe oder so. Ich kann aber auch nicht da drauf drücken. Also die Kerzen sind scheinbar tatsächlich nur dazu da, das Ganze hier ein bisschen zu erhellen. Ich mache jetzt hier alles kaputt. Ich hoffe, dass die Höhle gleich nicht einstürzt. Ich habe irgendwie so ein etwas ungutes Gefühl dabei. So. Komm mal her. Raupe nett. Okay, also du hast auch nichts anderes irgendwie für mich. Da ist noch eine Kiste. Ich dachte schon, wir fallen jetzt Wasser. So, was haben wir denn hier? Hallöchen. Guten Tag. Wo bin ich hier gelandet? Ist das irgendeine unterirdische Sekte oder sowas? Ach nee, die hören Musik, glaube ich. Guten Tag. Front-Polka-Spieler. Okay. Ich sehe, dass du unser gut verborgenes Geheimversteck gefunden hast. Willkommen im Verein der Polka-Enthusiasten. Wollt ihr mich verarschen? Ja.
Hier genießen wir das Trippel-Trappel der Polka. Ja, das kann ich verstehen, dass man das draußen in der Öffentlichkeit nicht so möchte. Merkt hier meine Worte. Polka ist das Beste. Viel besser als diese Hochstapler. Das Beste? Ja, das Beste. Um Längen besser als Jodeln. Der Verein der Jodelfreunde. Sie sind unsere Todfeinde. Aber fürchte dich nicht. Du hast das Polka-Paradies gefunden. Juhu? Ja, freue dich, mein Freund. Und lass uns die Herrlichkeit der Polka gemeinsam genießen. Ihr habt sie doch echt nicht mehr alle. Was ist mit dir? Willkommen bei den Polka-Enthusiasten. Achso, der sagt auch nur das Gleiche. Okay. Hast du den Entschlüsselungsring schon? Nein. Aber den kann ich hier nirgendwo... Das ist aber kein Ring. Das ist ein viereckiges Teil gewesen. Muss ich damit nach hier? Oh, ein neues Mitglied? Okay, der zeigt mir hier nicht wirklich was an. Ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, was ich jetzt mit diesen Informationen hier anfangen soll. Muss ich das Ding dahin bringen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil die haben von einem Ring gesprochen. Deswegen... Also deswegen bin ich jetzt etwas verwirrt. Hier kann ich hoch, oder? Theoretisch. Hier haben sie extra eine Treppe gebaut. Schaue ich hier unten nochmal kurz nach. Aber ich glaube, hier bin ich auch schon gewesen. Nur irgendwie an die Höhle kam ich scheinbar nicht ran. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder ich habe sie tatsächlich übersehen. Weil hier ist ja schon wieder das alte Gebiet. So, für das eine Rätsel, was hier irgendwo im Wald ist, da brauche ich die Sicherungen für. Und dann habe ich noch diesen mysteriösen Stein, den ich irgendwo drauflegen kann, gefunden. Was ist denn da hinten? Da sind auch nochmal Kisten, da kann ich über die Brücke drüber gehen. Ja... Kann natürlich sein, dass wir das jetzt eben schon gemacht haben. Aber ich gehe da trotzdem nochmal hin. So, hier bin ich auf jeden Fall schon mal rübergegangen, das weiß ich. Und jetzt schauen wir mal. Hab ich mich jetzt erschrocken? Das war Wasser. Moment, Naturschutzgebiet. Haben wir hier? Haben wir hier? Zeig mal. Aber hier waren wir schon mal drin, oder? Ja, da haben wir auch einen Immerling drin. Okay. Gut. Wenn ich im neuen Gebiet bin... Ja, pass auf. Dann lasse ich mich mal kurz abholen zum neuen Gebiet. Da muss ich ja so oder so nochmal hin. So, theoretisch, jetzt weiß ich gerade nicht, in welche Richtung ich jetzt hier gerade gucke. Da hinten auf der Seite war das, ne? Wenn man hier drüber geht. Gibt es hier eigentlich irgendwas, wenn ich hier drüber springe? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Aber ich glaube, habe ich mit dir eben schon gesprochen? Nee. Anscheinend nicht. Ja, mach mal. Mach mal. Dann haben wir hier auf jeden Fall genug Platz, um Sachen zu bauen, die ich noch nicht stellen kann. Aber hier war ich doch. Moment, hä? Und dann, genau, dann bin ich da hochgelaufen. Ach, dann bin ich hier unten gar nicht gewesen, weil hier nämlich noch die Kisten sind. Also, hier haben wir noch eine Truhe. Sehr schön. Und was ist mit euch? Euch können wir kaputt machen. So. Ist hier noch... Moment, ist hier noch was? Hier ist ein Aufzug. Aber da fehlen jetzt auch wieder die zwei... Oh, wollt ihr mich veräppeln? Aber die sagt auch nichts, ne? Wenn ich da so...
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte gerne wissen, wo ich diese Scheißsicherung herkriege. Ich werde noch mal gucken, ob ich die kaufen kann. Aber bei den Immerlingen, da konnte ich die, glaube ich, nicht kaufen. Also gut, also hier über die Brücke und dann rechts hoch. Da ist auf jeden Fall der Teil, wo wir noch hinwollen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, weil wir jetzt heute doch schon ziemlich viel uns angeschaut haben. Ich muss aber mal eben gucken, bevor ich jetzt hier... Kann ich das nicht sowieso von hier aus? Ja klar, ich muss ja jetzt nicht hier rumlaufen. Einmal drehen, da kommen die an. Das sind die hier, glaube ich, schon alles am Freiräumen. Ach, 3800 habe ich noch. Oh, das ist ja nicht gerade wenig. Okay, aber ich habe hier oben jetzt nicht wirklich Platz. Ich würde nämlich ehrlich gesagt das Gasthaus gerne hier oben hinbauen. Das ist ein bisschen blöd. Ich meine, gut, theoretisch kann ich es natürlich hinbauen, wo ich möchte, aber ich finde es halt doof. Sagen wir es mal so. Ja, komm, sonst baue ich das jetzt hier unten hin. So. Nee. Baue ich das da hin. Dann ist es zumindest morgen schon mal da. Und dann kann ich hier schon mal gucken, dass ich auch ein paar Häuser baue. Ach, die großen sind natürlich jetzt wieder so groß. Dass ich hier so gar nichts hinkriege. Also theoretisch könnte man jetzt hier noch was bauen, aber hier kriege ich gerade so gar nichts hin. Fange ich hier unten? Oh, hier ist auch noch so ein Steinhaufen. Den müsste ich theoretisch auch wegmachen. Gut, ich fange mal damit an, dass ich hier mal ein Häuschen hinbaue. Damit ich zumindest die ersten Personen schon mal hier unterkriege. Das ist alles so ein bisschen blöd, finde ich. Was ist hier mit dem Baum eigentlich? Kann man das wegmachen? Es ist doof, dass ich gerade auch nicht sehe, wo ich jetzt eigentlich bin. Ich bin, glaube ich, hier oben oder bin ich schon über die... Nee, ich bin noch nicht über die Brücke gegangen, ne? Es ist echt sowas von verbaut hier vom Platz. Moment, dann mache ich das so daneben. So. Dann habe ich zumindest schon mal zwei hier. Dann muss ich ja eh eigentlich gucken, was davon ich jetzt hier baue. Ach so, die Getreidemühle. Ach, die Getreidemühle. Moment, musste ich die nicht sogar für ein... für eine Errungenschaft oder sowas bauen? Moment, da gucke ich jetzt nochmal eben schnell nach. Was haben wir hier? Ist da irgendwas zum Einfordern? Ach so, okay. Ja, lustige Hüte haben wir erhalten. Bau. Ist es hier drunter? Baue einen Friseur und einen Schneider. Ja, darauf muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal hinarbeiten. Baue ein neues Restaurant und eine neue Taverne. Hier, genau, damit wir den Mehlmeister nämlich bekommen. Muss ich eine Getreidemühle bauen? Okay. Also, Restaurant, Friseur, Getreidemühle. Die bräuchte ich auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, Restaurant, Friseur und Getreidemühle. Kann ich, glaube ich, alles noch nicht, weil ich es noch freischalten muss, ne? Nee, Restaurant habe ich nur noch nicht genug für. Matschig fehlt mir dafür. Okay, irgendwo habe ich mir einen Zettel hingelegt. Hier. Matschig. Da müsste ich dann mal gucken. Entweder das müsste ich eigentlich schnell holen können. Oder eventuell kaufen. Da gucke ich gleich mal nach. Taverne. Taverne war, glaube ich, auch dabei. Da brauche ich lebhaft für. Lebhaft für die Taverne. Und das andere war Restaurant. Damit ich auch noch weiß, was ich damit überhaupt machen wollte. Okay. Ja, Friseur und so habe ich jetzt alles noch nicht. Das heißt,
Friseur, Friseur. Das ist doch gerade gar nicht das, wo ich jetzt gerade war. Wo war ich denn jetzt? Unter Blaupausen? Ach so, okay. Für den Friseur... Genau, das wollte ich noch machen. Ich würde sagen, das mache ich dann offline. Ich meine, ihr seht ja selber, was man braucht. Da muss ich diese Strauchplätze noch reinmachen. Blumenbeete. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. 5 Strauchplätze und 4 Blumenbeete. Wir können ja mal eben schnell gucken. 5 Strauchplätze und 4 Blumenbeete. Das sind Blumenbeete. Ich habe hier eh nicht allzu viel Platz. 1, 2, 3, 4. Und 5 Strauchplätze. Das sind die. Die hauen wir einfach mal hier dazwischen. So. 3, 4, 5. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf gehabt. Ja, perfekt. Jetzt habe ich den Friseur. Okay. Perfekt. Sehr schön. Und das begehrte Tierchencenter wollten wir eigentlich auch. Dazu müssten wir noch 2 Tierchen adoptieren. Okay, das schreibe ich mir am besten auch mal eben auf, weil sonst vergesse ich das alles. Tierchencenter, weil irgendjemand, beziehungsweise 2, wollten, ich glaube, es war ursprünglich im ersten, aber vielleicht will man das später ja auch nochmal haben, im Tierchencenter arbeiten. So, und für den Schneider brauchen wir 6 Baumplätze und 5 große Baumplätze. 6 Baumplätze und 5 große Baumplätze. 6 Baumplätze. Na komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sieht zwar scheiße aus, aber ist mir egal. Und 5 große Baumplätze. Die machen wir... Achso, die sind auch dementsprechend wirklich größer. 1. Oh ja, die haben einen größeren Radius. Ach, dann werde ich die vermutlich nachher aber auch abholzen können. 2, 3, 5 habe ich, glaube ich, gesagt, ne? Nein. 4, 5. Das müsste theoretisch reichen. Perfekt. So, Blaupausen. Den Schneider haben wir jetzt auch. Sehr schön. Ja gut, da müssen wir jetzt noch 2 Tierchen adoptieren. Und die anderen haben wir freigeschaltet. Also die, die wir haben. Ja, perfekt. Dann kümmere ich mich noch darum, dass wir 2 Tierchen offline adoptieren. Und ich würde... ich wollte gerade sagen, das haben wir doch gerade gemacht hier. Und ich würde sagen, dass ich dann offline, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, versuche noch ein bisschen matschig und lebhaft zu bekommen, um die 2 Sachen noch bauen zu können. Und ja, wie gesagt, mich noch um 2 Tierchen kümmere. Und ich denke mal, dass dann heute wohl nichts mehr kommen wird. Wenn doch, schneide ich es noch dahinter. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns kurz nochmal um das Dorf kümmern am Anfang und danach dann für das nächste Liedfragment auf Suche gehen in der Höhle. Bis zur nächsten Folge. Ciao!